Hochschullehre wirklich einen Sinn macht, ist meine Überzeugung eigentlich, müsste es mehr bringen, als wenn die Studierenden nur die Texte bekommen und am Ende des Semesters oder wann auch immer darüber geprüft werden. Es müsste irgendwie einen Mehrwert haben. Man weiß, dass ein kontinuierliches Lernen eigentlich viel besser ist, als dieses Bulimie-Lernen, kurz vor der Prüfung noch viele Fakten in den Schädel reinzubekommen. Zu sagen, wie kriegt man das hin? Irgendwelche Anreize, dass es ein kontinuierliches Lernen gibt, das wirklich eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Materialien, mit den Texten, den Inhalten ermöglicht. Es gab eine theoretische allgemeine Perspektive, Evolutionspsychologie. Ich habe gedacht, wenn das mein Ziel ist, das Integrative zu zeigen, dann muss ich eine Methode finden, die das erlaubt und vielleicht auch fast erzwingt. Und dann war die Idee, so eine Präsentation zu erstellen, so wie eine Concept Map, wo die einzelnen Texte immer dargestellt werden müssen, die Kernelemente, aber die Gruppen jeweils zusammenbleiben über das ganze Semester. Und die Aufgabe war, eine Präsentation über den ganzen Inhalt zu erstellen. Das heißt, es war mit die Aufgabe immer, wie passten die einzelnen Texte zusammen? Was sind die Verknüpfungselemente? Was sind die Gemeinsamkeiten? Sodass sie letztendlich eine Präsentation über das gesamte Seminar haben. Ich finde eigentlich attraktiv, dass wir unsere Texte haben. Jeder kann sich das einteilen, wie er möchte. Ob ich jetzt alle lese oder wie in der Gruppe sagen, jeder liest 5 und dann stellen wir uns die vor und diskutieren drüber, dass halt kein Format vorgegeben ist. Außer halt eben am Ende ist da eine Präsentation, die muss abgegeben werden. Wenn man Hilfe braucht, kann man ihn jederzeit fragen. Aber grundlegend, wie ich denke, ist mir selbst überlassen. Und das finde ich für einen Master vor allem auch angemessen. Die Stundengestaltung oblag immer einzelnen Gruppen von Studierenden. Ja. Die ganze Doppelstunde. Mhm. Es gab dann einen Text, Buchkapitel, der war allen bekannt. Zudem hatte ich immer Lernziele ins Netz gestellt auf Ilias. Das heißt, alle wussten auch, hatten schon so eine Orientierung, worauf kommt es an. Und ich habe klar gemacht, worum es geht. Ja. Dass diese Stundengestaltung bedeutet, dass die Studierenden Gruppenarbeiten aussuchen, konstruieren, entwickeln, die dazu führen, dass man die Inhalte des Textes gemeinsam vertiefend bearbeitet. Und das andere war aber ein Lerntagebuch, was auch integrativ im Gesamtkonzept war. Auch dieses dauerhafte Beschäftigen mit den Texten. Und für den Bachelor, glaube ich, fand ich noch überzeugend, dass Sie mit diesem Lerntagebuch die Möglichkeit haben, Ihre eigenen Lernprozesse mit im Blick zu haben. Nicht nur die Lerninhalte, sondern auch, wie lerne ich, was kann ich noch nicht. Und als Überraschung, Sie wussten nicht genau, was Sie erwartet. Die letzten 2 Sitzungen hatten die Aufgabe, einen Werbeclip zu drehen für diese Veranstaltung. Ja. Ich dachte, okay, dann schließt sich der Kreis. Und die Aufgabe war, aus jedem Kapitel, was wir hatten, oder aus jeder Sitzung, sollten mindestens 2 Theorien oder empirische Befunde im Werbeclip sichtbar sein. Warum mache ich das so in diesem Clip? Und, was habt ihr für ein Pro-Seminar genommen? Pro-Seminar, ja, habe ich Sozialpsychologie für Werbung. Das ist ein absoluter Hammer, wirklich sehr empfehlenswert. Sehr interaktiver Lernstil. Stundengestaltung übernehmen die Studenten selber. Das macht absolut Spass, weil wir genug den Professoren zugelassen bei den langweiligen Präsentationen, oder? Und das habe ich in einem Sozialpsychologie-Lehrbuch mal gelesen. Dort haben sie gesagt, auch bei jeder einzelnen Veranstaltung immer zu schauen, dass was Neues dabei ist, was einen selber begeistert. Ja. Und das habe ich gemerkt, als ich es gemacht habe, dass das auch unheimlich gut ankam. Ein System wäre gut beraten, wenn Lehre ein integraler Bestandteil ist. Auch gute Lehre, ich glaube, das wäre ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Neben der Forschung, ganz zweifellos. Wo wird gute Lehre gemacht? Wo sind die Absolventen nachweislich gut? Wo lernen sie wirklich etwas? Wenn man das messbar machen würde und sagen, hier, wir können es auch beweisen.